Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute wieder zu eurer Legung für die Zwischenzeit. Ja, diese Legung ist jetzt speziell für alle von euch gedacht, die aktuell keinen Partner an der Seite haben, ja, die jetzt auch vor allem diesen Jahreswechsel natürlich als Single oder für sich alleine gestalten müssen. Und diese Legung soll euch einen Ausblick geben auf das neue Jahr, auf den Monat Januar vor allem. Und ich habe mir da heute wieder was Neues einfallen lassen. Und zwar, ich habe aus dem Heilungsengel-Orakel, ja, habe ich um drei Botschaften gebeten, die ich euch nachher auch gleich zeige. Und zu jeder Botschaft habe ich dazu um eine Karte aus dem Tarot gebeten. Meine Frage war jetzt ganz explizit für dieses Reading, was für uns wichtig ist, ja, wenn wir jetzt quasi allein, ohne Partner, nur mit uns in dieses neue Jahr starten, weil ich weiß, dass natürlich bei vielen von euch gerade jetzt zum Jahreswechsel oder auch schon über die vergangenen Feiertage jetzt sehr traurige Gedanken aufgekommen sind. Ja, viele von euch haben vielleicht eine Trennung hinter sich, ja, denken auch noch an einen anderen Menschen. Oder manche von euch haben auch einen Wunschpartner, den sie vielleicht auch loslassen möchten oder bereits losgelassen haben oder sich in dem Prozess befinden. Und gerade diese Zeit, ja, Weihnachten, Neujahr, ist ja diese Zeit, die man so unglaublich gerne mit einem Menschen, den man liebt und der einen liebt, an der Seite verbringen möchte. Ja. Und da fällt es dann eben sehr, sehr oft schwer, positiv ins neue Jahr zu blicken. Und für dich, wenn du dich jetzt hier wiedergefunden hast, ja, ist dieses Reading gedacht. Wenn du jetzt absolut positiv ins neue Jahr schaust und sagst, Mensch, ich freue mich jetzt auch Single zu sein, ich genieße die Zeit, dann kann das Reading zwar vielleicht auch ganz wertvolle Impulse für dich bereithalten, aber ich denke, du wirst dich in diesem Reading hauptsächlich dann wiederfinden oder vielleicht auch sehr gut wiederfinden, wenn du so ein bisschen Angst davor hast, was kommen für Gefühle hoch jetzt, ja, über diesen Jahreswechsel? Ja, und jetzt möchte ich euch natürlich die Karten zeigen, die gefallen sind. Und zwar als allererstes kam aus den Heilungsengeln, kam die Karte Wunschdenken. Ja, zu dieser Karte Wunschdenken fielen aus dem Tarot die 10 Münzen. Als zweites kam aus den Heilungsengeln die Karte Demut. Zusammen aus dem Tarot mit dem Stern. Und an dritter Stelle fiel hier die Dankbarkeit. Ja. Und zur Dankbarkeit fiel, da habe ich mich gefreut, sehr passenderweise die 3 Kelche aus dem Tarot. Das ist ja explizit die Erntedankkarte. Ja. Wie immer lasse ich mich ganz spontan jetzt auch in diesem Video führen. Ich gebe Botschaften weiter, die ich empfangen darf. Ich habe auch eine Meditation bereits über den Karten gemacht und versuche euch jetzt einfach wiederzugeben, was ich empfangen durfte und hoffe, dass es euch hilfreich erscheint, ja, für diesen Jahresbeginn. Zu der Karte Wunschdenken war meine allererste Intuition, dass es ja oft so ist, wenn wir jetzt dieses alte Jahr hinter uns lassen und das neue beginnen, dass wir bestimmte Wünsche haben, die wir gerne im nächsten Jahr verwirklicht sehen würden. Ja, also gerade im Themenbereich Liebe, Partnerschaft, ja, haben die einen oder anderen von euch natürlich jetzt einen bestimmten Menschen im Kopf, ja, mit dem man sich eine Beziehung wünscht, mit dem man sich wünscht, zusammenzukommen oder sich näher zu kommen. Und bei vielen von euch, die jetzt wirklich komplett frei und Single sind, ist es natürlich auch so, dass man sich fragt, werde ich einen Menschen kennenlernen? Vielleicht, ja, mit dem ich gut zusammenpasse, mit dem eine erfüllte und glückliche Partnerschaft möglich ist. Und sehr interessant finde ich immer die Frage, die erreicht mich in vielen Nachrichten von euch. Da fragt ihr mich,
Wie passt es zusammen, dass ich auf der einen Seite mir Dinge wünschen darf vom Universum quasi in Anführungszeichen und auch manifestieren soll? Das heißt, ich soll mich bereits in der glücklichen Beziehung sehen. Ja, ihr kennt bestimmt diese vielen Bücher, ja, diese Wünsche, die man beim Universum bestellen kann. Aber auf der anderen Seite predige ich immer in meinen Videos, wer meinen Kanal kennt, ja, dass wenn du viel darüber nachdenkst, was du dir wünschst, bedeutet es ja gleichzeitig, dass du in dir einen Mangel spürst, weil du genau das, was du dir wünschst, ja eben nicht in deinem Leben hast. Und damit befindest du dich eher in dieser Energie des Mangels und der Bedürftigkeit und manifestierst dann im Außen natürlich all die Situationen, die diese Energie bestätigen, weil sie mit ihr in Resonanz gehen. Ich möchte euch gerne meine Sichtweise der Dinge erklären. Ja, das muss jetzt natürlich nicht für jeden stimmig sein. Ich möchte euch nur erklären, wie ich sehe und auch selbst handhabe. Wünsche, meine Lieben, ja, dürft ihr haben. Jeder Mensch hat Wünsche. Das Einzige, was wichtig ist, und ich finde es so toll, dass uns das Tarot hier da die 10 Münzen dazu bringt. Das ist die 10, das ist eine Karte, die für Erfüllung und Vollendung steht. Ja? Die 10er-Karten sind die höchsten Karten im Tarot aus jedem Element. Wir haben hier die 10 der Münzen. Und ganz klar sagt uns diese beiden Karten im Zusammenhang, wenn du es schaffst, mit dir selbst und deinem Leben, das du jetzt in diesem Moment führst, ja, ein erfülltes und zufriedenes Gefühl zu erzeugen, dann darfst du dir, ich sage manchmal als Sahnehäubchen auf der Schokolade, jeden Wunsch manifestieren, der sich im Prinzip auf dein selbst erfülltes Dasein noch draufsetzt. Ja? Wenn du allerdings nicht in dieser Energie der 10 Münzen bist, sondern befindest dich in der Energie des Mangels, also ich sage jetzt mal zum Beispiel jetzt über Silvester, dass du sehr, sehr traurig bist und die ganze Zeit darüber grübelst, warum du jetzt alleine ins neue Jahr feiern musst, wenn du vielleicht zu einer Veranstaltung gehst und dein Augenmerk auf all die glücklichen Pärchen legst und dir denkst, ach wie schön wäre es jetzt, wenn ich auch jemanden an meiner Seite habe. Wenn du aus dieser Energie wünschst, in Anführungszeichen, dann werden sich die Wünsche natürlich nur schwer oder gar nicht manifestieren, weil deine energetische Ausstrahlung dann ganz einfach diesen Mangel repräsentiert. Ja? Wenn du dagegen, beispielsweise, bleiben wir bei dem Beispiel Silvesterveranstaltung, ja, auf einer Party bist und sorgst gut für dich, lässt es dir dort gut gehen, hast Spaß mit den Menschen, die da sind, tanzt vielleicht, ja, hast vorher gut gegessen, du trinkst was, was dir schmeckt, ja, du amüsierst dich und kannst auf die glücklichen Pärchen, die vielleicht zusammen dann an Mitternacht anstoßen, ja, mit einer Art Freude für diese Paare schauen und nicht in der Energie der ja, ich will fast die Wörter benutzen, Eifersucht oder des Neides auf deren Glück, sondern aus einem offenen, milden Herzen heraus und sagen, Mensch, schön, die haben sich gefunden und das weiß ich, wird für mich auch wieder der Fall sein. Nur eben diesen Jahreswechsel gestalte ich für mich allein. Dann ist das überhaupt kein Problem, dir Wünsche zuzugestehen und dir zu sagen, ja, ich bin jetzt an diesem Jahreswechsel Single oder mein Wunschpartner, derjenige oder diejenige, die ich mir an die Seite wünsche, ist aktuell nicht bei mir. Aber trotz allem fühlst du dich mit dir erfüllt und im Reinen und zufrieden. Sorgst gut für dich, gestaltest alle Bereiche deines Lebens so, dass sie für dich stimmig sind. Ja, das ist eine ganz andere Sichtweise. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen erklären, wie ich das meine, aber das ist so wichtig, aus welcher Energie heraus du wünschst. Und ich finde auch dieses nächste Kartenpaar passt wunderschön dazu. Ich habe für euch, auch für mich, aber für euch natürlich auch, jetzt nochmal dieses Wort D
Demut, ja, im Duden nachgeschlagen. Wir kennen dieses Wort, es ist ein sehr altes Wort. Das Wort Demut kommt eigentlich im Sprachgebrauch bei uns heute kaum mehr vor. Und jeder verbindet etwas damit. Aber sehr interessant finde ich, dass wir, mir geht es zumindest so, ja, vielleicht geht es euch auch so, auf den ersten Blick eher so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, sich klein machen, die eher gebückte Haltung verbinden. Und dieses Wort kommt ursprünglich aus dem Althochdeutschen in der Bedeutung dienstwillig. Also das heißt, ganz früher war dieses Wort tatsächlich gebräuchlich für Menschen, die unfrei waren, ja, die willig gedient haben, ja, auch ob sie es wollten oder nicht. Nur was ich ganz wundervoll finde, es gibt dann auch im Bereich der Spiritualität natürlich Deutungen für das Wort Demut. Und da kam mir auch in der Meditation einfach der Begriff, dass wir unsere persönlichen Wünsche, die ja oft aus dem Ego herauskommen, zurückstellen, weil sie hinter unserem Seelenplan zurücktreten. Das kam mir in der Meditation sofort, und als ich dann diese, ich habe ja danach dann im Duden mal nachgeguckt, was bedeutet das Wort eigentlich, wurde mir auch der Zusammenhang klar, auch mit dem Stern. Wenn du zu jeder Zeit dir bewusst machst, dass du hier in dieser Inkarnation einen Seelenplan erfüllst, den du dir selbst, deine Seele, vor dieser Inkarnation geschrieben hast, ja, dann ist das Annehmen von Situationen in deinem Leben, auch wenn sie vielleicht unschön sind oder für dich unerfüllend, ja, viel leichter, weil du dann nämlich darauf vertraust, und dafür fällt der Stern hier dazu, ja, dass genau dieser Weg, auf dem du jetzt bist, jetzt, ich sage ganz bewusst, jetzt an diesem heutigen Tag, zu dem Moment, wo du dieses Video anschaust, bist du auf deinem Seelenweg. Und wenn du dir immer wieder bewusst machst, dass auch deine oder die Menschen, die in deinem Umfeld sind, die mit dir agieren, genauso einen Seelenplan haben, den sie erfüllen, fällt es dir auch viel leichter, mit den Menschen milde walten zu lassen. Gerade mit Menschen, die dich vielleicht nerven, mit Menschen, die dich verletzen, vielleicht auch aus der Vergangenheit, ja, wenn du dich getrennt hast, wenn sich vielleicht dein Partner, deine Partnerin von dir getrennt hast. Wenn du diese Demut aufkommen lässt in dir und dir bewusst machst, dass alles, was in deinem Leben geschieht, diesem Plan folgt, dann wird es viel leichter, mit diesen Situationen umzugehen. Und ich möchte das jetzt auch mal, ihr wisst, ich spreche eigentlich über meine persönliche Situation so gut wie nie, ja. Trotz allem möchte ich hier etwas von mir selber preisgeben, ja. Dieser unerschütterliche Glaube daran, dass das, was ich in meinem Leben erlebe, einem Plan folgt, der letztendlich von Gott gemacht ist und nur das Beste für mich im Sinn hat, hat mich aus manchen Situationen gerettet, in denen ich wirklich verzweifelt, das Wort trifft es eigentlich nicht, in denen ich gedacht habe, ich kann es nicht überleben. Dieser unerschütterliche Glaube an diesen höheren Plan, an diesen Seelenweg, den sich meine Seele vor dieser Inkarnation selbst ausgesucht hat. Ich weiß, manche von euch denken jetzt vielleicht, wie unfair ist es dann, ja, dass manche Menschen viel Schmerz erleben müssen, viel Leid erfahren müssen. Ja, wie kann man dann ganz schlimme Dinge, die im Leben passieren, überhaupt rechtfertigen mit einem Seelenplan? Wer an diese Wiedergeburt glaubt, an diese vielen Inkarnationen, durch die unsere Seele geht, wird verstehen,
oder sich bewusst machen können, dass wir in vielen Inkarnationen ja bereits viele verschiedene Erfahrungen gemacht haben, die unsere Seele aber immer wieder mitbringt. Das heißt, wenn du in diesem Leben Dinge erfährst, ja, wo du dich immer wieder fragst, warum passiert es mir, warum muss ich das erleben, dann kann es sein, dass in einer früheren Inkarnation, ja, du hier Karma gebildet hast, weil du vielleicht jemand warst, der jemand anderem, oder ja, ich möchte jetzt gar nicht du sagen, sondern deine Seele, einer anderen Seele Dinge aufzeigen wollte, die jetzt für die nicht schön waren, ja, oder sehr, sehr schmerzlich. Und wenn du versuchst, dein Leben, die Phase, in der du jetzt steckst, unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, dass alles göttlich geführt ist, dass du diese Erfahrung, in der du dich jetzt befindest, dir selbst gewählt hast, um dich weiterzuentwickeln, und das ist das Ziel der Seele. Das Ziel der Seele ist, irgendwann nicht mehr inkarnieren zu müssen. Irgendwann in dieser unendlichen Liebe zu sein, in dieser All-Eins-Energie, verbunden mit allem. Und eben, das ist noch ein Tipp von mir, ja, es fällt leichter, wenn man sich immer mal perspektivisch aus dem eigenen Leben rauslöst und sich quasi mal wie ein Vogel auf den Baum setzt und von oben auf dieses Leben schaut und sich dann einfach vorstellt, dass dieses Leben wie eine Theaterbühne ist und du selbst bist jetzt der Hauptdarsteller. Und alle anderen, die in deinem Leben agieren, sind ebenfalls Schauspieler, ja, die ihre Rolle erfüllen. Und du erfüllst ebenso deine Rolle. Und dann ist es viel leichter, mit Dingen umzugehen, die dir vielleicht momentan Unbehagen bereiten. Und ich finde es auch so passend hier zu dem Wunschdenken, denn dann wird dir auch wieder bewusst, ja, du kannst wünschen, das ist alles wundervoll, aber deine Seele hat dies hier auf jeden Fall zunächst zum Ziel. Wenn du wünschst und dich beklagst, was alles in deinem Leben anders sein müsste, ja, was du gern anders hättest, was du gern hättest, und es befindet sich nicht in deinem Leben, ja, dann wirst du stagnieren. Deine Seele möchte ganz werden. Viele von euch, von uns, ja, sehnen sich nach dieser Ganzheit in einer Beziehung. Dieses Verschmelzen mit einem anderen Menschen, ja, dieses Ganzwerden. Gerade auch die Theorie der Zwillings- und Dualseele hat ja so dieses beim anderen Ankommen, dieses Ganzwerden. Aber, meine Lieben, das geht nur, wenn du vorher selbst ganz bist. Auch die Dualseele. Es heißt immer, sie besteht aus zwei Hälften. Die Seele hat sich ursprünglich geteilt. Aber meiner Intuition nach und so wie ich es immer wieder erfahre in den Meditationen, auch in den Readings, ja, können auch diese beiden Seelen erst dann wieder zusammenfinden, wenn sie in sich selbst heil und ganz geworden sind. Ja. Und das wirst du, indem du demütig deinen eigenen Seelenplan anerkennst und die Situation, wie sie jetzt ist, von ganzem Herzen annimmst, weil du nämlich weißt, dass sie deinem höchsten Wohl dient, deiner seelischen Weiterentwicklung. Und wer das Tarot kennt, auch meine Legungen, ja, ihr wisst, ich sag's ganz oft, der Stern, eine der positivsten Karten des Tarots, ja, zeigt hier an der Stelle einfach, dass dieser Seelenplan nach Erfüllung schreit, ja, und es tut er mehr und mehr. Wenn du meine Readings kennst, dann weißt du das, ja, dass sich auch die Energien hier noch im Laufe des letzten Jahres oder jetzt des zurückliegenden Jahres unglaublich verändert haben. Die Seelen schreien immer weiter und Menschen, die immer noch aus dem Ego agieren, die Stimme der Seele immer weiter ignorieren, ja, werden krank. Passiert ganz häufig, ja, dass Menschen jetzt tatsächlich körperliche Symptomatiken entwickeln, weil die Seele nicht gehört wird. Ja, es gibt so ein Sprichwort in der Art, wenn die Stimme der Seele nicht gehört wird, fängt der Körper an zu sprechen. Und bei den meisten psychosomatischen Krankheiten ist genau das
das der Grund, ja, dass Menschen einfach ihre innere Stimme, diesen Ruf der Seele, lange Zeit ignorieren. Ja, und jetzt möchte ich natürlich noch auf das dritte Kartenpaar eingehen. Wir haben hier die Dankbarkeit und da fällt passenderweise aus dem Tarot auch die Dankbarkeitskarte, ja, die Erntedankkarte. Du siehst hier diese drei Frauen, die ihre Kelche, ihre gefüllten Kelche in den Himmel halten und feiern und tanzen. Und hier unten die Früchte, die sie geerntet haben, ja. Und dazu fällt die Dankbarkeit, wunderschön, ja, auch hier der Zusammenhang, die Frau hat hier auch diesen Blumen im Haar, genau wie die drei Damen hier, die Blumenranken im Haar haben. Die Dankbarkeit, die daraus folgt, ja, dass du weißt, dass all das, was in deinem Leben passiert oder im zurückliegenden Jahr geschehen ist, deiner seelischen Weiterentwicklung dient, ist der beste Magnet, der allerbeste Magnet, um Dinge in dein Leben zu ziehen, für die du tatsächlich dankbar sein kannst und die dir auch Anlass zur Freude und zum Feiern geben. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja großer Verfechter des Resonanzgesetzes. Ja, ich finde das einfach sehr, sehr hilfreich auch, sich immer wieder zu vergegenwärtigen und sich selber auch mehrmals am Tag immer mal wieder zu fragen, was geht eigentlich gerade in mir vor? Wenn wir denken, ja, manche denken so unbewusst, dass sie gar nicht wissen, was sie denken, ja. Also es lohnt sich tatsächlich ab und zu mal am Tag einen Gedankenstopp einzulegen, mal kurz zurückzublicken und sich zu fragen, was habe ich eigentlich gerade gedacht? Mach diese Übung mal, du wirst staunen, was du manchmal denkst und vor allem, wie oft du das Gleiche denkst. Und dann untersuch mal deine Gedanken, das wäre jetzt mal auch eine schöne Übung für die Rauhnächte. Ja, jetzt gerade in diesen Tagen zwischen den Jahren ist ja auch die Anbindung an deine geistigen Helfer, an dein höheres Selbst sehr, sehr hoch. Versuch mal herauszufinden, ob deine Gedanken eher, ich sag mal von Freude, Dankbarkeit, Liebe, Glück, Erfüllung, Selbstfürsorge bestimmt sind oder eher von Sorgen, Ängsten, Traurigkeit, Enttäuschung, Erwartung. Wenn du das ein paar Mal am Tag machst, einfach mal stopp und überlegen, was habe ich gerade gedacht und dann ordnest du es doch zu. War das jetzt eher in die eine Richtung oder eher in die andere Richtung? Dann kannst du am Abend, wenn du dir das dann mal anschaust, wenn du es dir notiert hast, genau sehen, wie dein Leben weitergeht. Weil je öfter du in Gedanken wie Kummer, Sorge, Erwartung, ja, Erwartung ist ein ganz großer negativer Resonanzfaktor. Wenn ich etwas erwarte, steckt ja schon in dem Wort, warte ich auf etwas. Und was impliziert warten, dass etwas, was ich gerne hätte, nicht in meinem Leben ist? Also wenn ich sage, ich warte auf den Zug, ist ja offensichtlich, ich stehe am Bahnhof und der ist noch nicht da. Wenn ich jetzt sage, ich erwarte oder warte drauf, dass mir zum Beispiel ein Mensch schreibt oder Kontakt zu mir aufnimmt, ja, vielleicht nach längerer Pause, dann befinde ich mich andauernd in dieser Energie, oh, er macht's ja nicht oder sie macht's ja nicht, oh, wieder piept das Handy, ich schaue drauf und wieder ist die WhatsApp nicht von ihm oder ihr. Wisst ihr, was ich meine? Damit manifestiert ihr genau das, dass sich derjenige nicht meldet. Und es lohnt sich da wirklich mal hinzusehen, in welcher Energie ihr tatsächlich schwingt. Weil genau diese Dinge, Enttäuschung, ja, Enttäuschung ist auch ein wirklich schlechter Resonanzfaktor. Wenn ich über was enttäuscht bin, bin ich in einer Art Trauer darüber, dass etwas nicht eingetroffen ist, ja, worüber ich mich gefreut hätte. Das heißt, ich ziehe immer mehr von dieser Energie an, dass nämlich Dinge nicht eintreffen, auf die ich mich freuen würde. Und wenn es euch gelingt, hier wirklich dieses Verhältnis zu verändern, das heißt, dass ihr am Tag mehr Gedanken und Gefühle der Dankbarkeit, der Wertschätzung und natürlich vor allem der Selbstwertschätzung, der Liebe,
der Milde, der Güte und der Demut in euch habt, ja, desto größer ist die Chance, dass ihr immer mehr davon in euer Leben zieht. Ihr werdet so zu einem Magneten für diese Dinge, ja, die euch glücklich machen, ja, die euch Liebe spüren lassen, für die ihr dankbar sein könnt. Und wir nehmen uns so oft beim Jahreswechsel, ja, große Vorsätze vor, ja, ihr wisst selber, wie die alle heißen, ja, meistens hängen sie ja eher so mit Gesundheit zusammen, mehr Sport, ja, besser ernähren, was weiß ich, weniger Alkohol, weniger Rauchen. Aber wenn ihr euch vielleicht jetzt mal für dieses Jahr, für den Start des Jahres vornehmt, eure gesamten Gedanken, die ihr so den ganzen Tag überdenkt, mehr in diese Richtung Dankbarkeit, Liebe, Wertschätzung, Selbstwertschätzung auszurichten. Schafft ihr beste Voraussetzungen, und hier kommt mir so wundervoll auch diese Ernte-Dank-Karte zurecht, hier als letzte gefallene Karte. Wunderbare Voraussetzungen, wenn ihr diese Saat jetzt sät, dann die Ernte einzufahren. Weil die Ernte sind dann genau diese Dinge, die sich tatsächlich in eurem Leben manifestieren, ja, die ihr angezogen habt, die euch dann nämlich mit diesen Gefühlen des Glücks und der Freude und der Dankbarkeit ja, überhäufen. Weil ich weiß, für manche, ich möchte jetzt nicht sagen, hängt es schon zum Hals raus, die meine Videos kennen, ja, ihr wisst, ich bin dann auch immer mal da recht direkt. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch jetzt vielleicht sagen, ach Uli, du erzählst ja immer das Gleiche. Aber ich habe ja jetzt diese Karten mir nicht ausgewählt aus dem Deck, ja. Diese Decks, ihr wisst, das Tarot hat 78 Karten, ja. Hier das Heilungsengel-Orakel hat um die 50. Ich rede ja jetzt darüber, weil diese Energie halt wieder auf dem Tisch liegt. Weil die geistige Welt einfach momentan unglaublich darauf drängt, den Menschen, die tatsächlich in ihre Bewusstheit finden wollen, den Menschen, die sich spirituell weiterentwickeln wollen, die diesen Sprung schaffen wollen, einfach jetzt in eine höhere Anbindung auch an die geistige Welt, an ihre Führung, an ihren Seelenplan. Und für die Menschen ist es eben gerade jetzt zum Jahreswechsel absolutes Thema, wirklich zu sagen, ich lasse diese Energie des Mangels, der Bedürftigkeit, der Enttäuschung, der Sehnsucht, des Erwartens, lasse ich um 23.59 Uhr in meinem Wohnzimmer zurück oder auf der Silvesterparty. Und ins neue Jahr möchte ich starten mit dieser anderen, neuen Energie, mit der Demut für meinen Seelenplan, mit der Dankbarkeit für all das, was ich erlebe, weil ich weiß, dass es nur meinem höchsten Wohl dient. Und meine Lieben, ich sag's euch nochmal von meiner eigenen Erfahrung. Wenn es dir gelingt, dieses Gottvertrauen zu entwickeln, dass alles, was geschieht, zu deinem Besten ist, du wirst dich sowas von frei fühlen, dass das kann man mit Worten nicht beschreiben. Es ist sicherlich harte Arbeit. Es ist viel Übung nötig. Und gerade diejenigen unter euch, die vielleicht ein sehr schmerzliches Jahr 2017 hinter sich gebracht haben, ja, werden wissen, von was ich spreche, wenn ich sage, wenn du am Tiefpunkt bist und dir vielleicht nichts anderes übrig bleibt, als zu vertrauen, dass dich hier jemand wieder aufsammelt, ja, dann ist die Chance am allergrößten, dass du nach oben guckst und sagst, ja, Gott, ich vertraue drauf, du sammelst mich wieder auf. Und der macht es. Glaub da dran, ja, glaub da dran. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Ich sage das wirklich aus eigener Erfahrung. Und ich war da gelegen. Aber ich habe daran geglaubt. Und der sammelt einen wieder auf. Und dann fällt es nicht schwer, dankbar zu sein. Zu sagen, ja Gott, jetzt stehe ich nämlich wieder. Und zwar gerader, kräftiger
willensstärker und vor allem vertrauensvoller als vorher. Ja, meine Lieben, war jetzt ein sehr emotionaler Schluss, aber ich fühle mich irgendwie in diesen Zwischenzeit-Readings, fühle ich mich euch unglaublich nah, weil ich weiß, wer die Videos schaut und, oder natürlich nicht bei allen, aber ich fühle mich da so aufgehoben wie in einer Familie. Ich hoffe, euch geht's auch so. Deswegen gebe ich da auch so ein bisschen mehr von mir selber preis, ja. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich vor allem für euer Dableiben, ja. Weil bei vielen, ich weiß, wenn man sich dann tatsächlich von einem Menschen verabschiedet, wenn man Single ist, wenn man auch keine Lust mehr hat auf irgendwelche Seelenpartner-Orakel, weil es einem nicht mehr gut tut, ja, dann ist es oft so, dass sich diese, sag ich mal, Seiten erübrigen, dass man auch gar nicht mehr auf die Seite schaut oder auf YouTube, ja, was bietet jetzt Heart and Soul. Und diese Zwischenzeit-Readings sind speziell für euch und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr hier geblieben seid, auf der Seite, auf meinem Kanal. Ich selbst bin ja auch in der Position, ich bin auch allein, beziehungsweise mit mir. Ja, ihr wisst, ich verwende mal gerne den Begriff mit mir. Und ein Mensch, den ich mir sehr an meine Seite wünschen würde, ist nicht da. Und deswegen bin ich so stolz, ja, dass ihr hier geblieben seid, ja, dass wir hier was gefunden haben, ja, was uns tatsächlich hilft in der Situation. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür. Ich freue mich auf eure Kommentare natürlich, auf eure Likes. Ich freue mich auf Facebook-Besuche, ja, wenn ihr meine Seite noch nicht kennen solltet. Ich verlinke sie in der Infobox. Und ich werde nochmal, ich weiß noch nicht genau wann, eigentlich morgen oder Sonntag, nochmal kommen mit dem Reading zum anstehenden Supervollmond. Ja, ganz gewaltige Energien. Aber wenn ihr nicht mehr einschaltet oder ich das Video doch erst am 1. mache, wünsche ich euch jetzt schon mal einen guten Start ins neue Jahr. Ja, und vielleicht habt ihr um Punkt 12 einen Gedanken für mich und denkt einmal kurz über die gefallenen Karten hier nach und lasst das Alte zurück, das uns nicht mehr dient. Von ganzem Herzen danke, meine Lieben. Bis bald, eure Uli. Tschüss.